in Amerika. Der Anarchistenführer, also der libertäre Anarchistenführer Lou Rockwell, salbadert über den neokonservativen Populisten Donald Trump. Donald Trump, der heftigere Sachen als Waterboarding wieder einführen will. Also, wie gesagt, ich reibe mir hier die Schläfen, meine Damen und Herren, wenn ich sowas sehe. Alex Jones bewirbt Donald Trump. Donald Trump sagt, ich will schlimmere Sachen als Waterboarding. Donald Trump sagt, ich will, dass unsere amerikanischen Ölfirmen wie ExxonMobil, also Rockefeller, dass die das irakische Öl kriegen. Und jetzt Lou Rockwell. Lou Rockwell übrigens auch ein sehr, sehr großer, oder seine Organisation, sehr, sehr Putin-freundlich, sehr, sehr viele Putinistas haben das unterwandert und viele Nachplapperer in der libertären Bewegung sind dann auch Anarchisten, was natürlich dann auch so ein bisschen so eine russische Strategie ist. Wenn man sich die Geschichte anguckt, Murray Rothbard war ja der Urvater so der anarchokapitalistischen Strömung bei den Libertären. Und Rothbard war einer der vehementesten Verteidiger der Sowjets unter den Libertären. Also Rothbard sagte, die anderen waren immer schuld, wenn sie angegriffen wurden von den Russen. Also Polen und der Staat und jene Staat. Waren alle schuld, dass sie von Russland angegriffen wurden. Und so weiter. Also ziemlich absurder Stumpfsinn, den Murray Rothbard da abgesondert hatte. Und interessant, dass natürlich dann jetzt, ja, Lou Rockwell und so weiter und Ron Paul, dass die Putin in Schutz nehmen, dass sie das russische Imperium in Schutz nehmen, und zwar vehement. Ron Paul taucht dann auf bei der sogenannten Freiheitskonferenz in Deutschland. Natürlich alles Putinistas, Putin-Anhänger. Und es ist interessant, meine Damen und Herren, dass die Anarchokapitalisten, dass diese Strömung sich vieles abgeguckt hat von den Kommunisten. Also die Klassenkampf-Ideologie, die abgewandelte Klassenkampf-Mentalität, kommunistische Kampfmethoden, also Destabilisierung, Zersetzung, solche Taktiken, die Gründung von autonomen Kommunen und so weiter, die sich an nichts anderes mehr halten. Streik, Organisation von Generalstreik und so weiter. Also all diese Dinge hat man sich quasi von den Kommunisten abgeguckt, beziehungsweise vielleicht haben die Kommunisten das ja alles inszeniert, um ihre Interessen durchzusetzen, ein bisschen einzufließen in die libertären Strömungen. Und wie gesagt, heute den Putin-Agenten ist es egal, mit wem sie zusammenarbeiten. Hauptsache, man kann diese Leute auf Putin-Kurs trimmen. Ob das jetzt Rechte sind, Linke oder Muslime oder Russlanddeutsche oder Libertäre, ist denen völlig wurscht. Hauptsache Putin-Kurs. Also. Hier. Lou Rockwell. Salbadet über Trump. Hier in der Alex. Hier auf Alex Jones' Infowars. Moderiert von Kit Daniels, einem der aktuellen Komiker bei Infowars. Hören wir mal ganz kurz rein. You know, that has to count for something. Maybe Trump, who knows, maybe there's a chance he'd do something good. Mm-hmm. We can be 100% sure that all the rest of them will only do evil. Mm-hmm. So maybe Trump will only do evil too. It's very, you know, you have to, no human being should ever have the power that an American president has. Mm-hmm. I mean, for example, he's followed around by an officer, I think it's a colonel, with the codes to set off an atomic war. He can launch all the missiles. Yeah, that black suitcase they carry with him. He can destroy the world just on his own say-so. I mean, talk about unwanted power. I mean, that's more than Genghis Khan or Caesar or Hitler or Stalin, anybody like that had that. So no human being should have that, and no human being should be exercising power over others in a governmental sense anyway. So, you know, once somebody gets in there, you have to worry. On the other hand, there have been a couple of presidents, maybe they're not good, but they're less bad. Mm-hmm. Who've done. Also im Endeffekt,
Lou Rockwell betont natürlich seine Ideologie, also der Anarchismus und so weiter. Und es darf eigentlich überhaupt keine Regierungen geben und es darf überhaupt keine Landesgrenzen geben und man darf überhaupt niemanden zwingen, eine verfassungsgemäße Grundordnung zu akzeptieren. Also jeder darf da quasi Kommunismus frönen, Scharia, was auch immer, auf amerikanischem Boden. Und so weiter und so fort. Also er bleibt hier natürlich starr bei seiner Ideologie, aber er bewirbt trotzdem Trump. Und Trump hat sich ja positiv geäußert über Putin. Also schon interessant. Sobald jemand sich positiv über Putin äußert, solange sich jemand positiv über Putin äußert, ist dann vieles, vieles verziehen. Also, oh, Trump, Trump äußert sich. Trump äußert sich positiv über Putin. Ah, dann vergessen wir mal, dass er fordert, dass das irakische Öl an die Rockefellers gehen soll. Und vergessen wir, dass Donald Trump härtere Methoden als Waterboarding wieder einführen will und so weiter und so fort. Also, es ist schon extrem krass, was man hier den Leuten auftischt, meine Damen und Herren. Mal schauen, wohin das endet hier. In den amerikanischen Medien, in der amerikanischen Politik.